So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helle Loose. Heute mit mir, dem Crusader, auf der wunderschönen Karte Purple Heartline. Einer meiner wirklich Lieblingsmaps, auch wenn viele Leute diese Karte hassen. Ich mag sie, ich finde sie geil, ich spiele sie gern. Viele von euch fragen sich, wann das PTE bzw. wann das nächste Update zu Helle Loose kommen wird. Und ich bin mal ein wenig in die Materie eingestiegen. Bisher haben alle Leaks, in Anführungsstrichen, die ich von den Entwicklern bekommen habe, tatsächlich ihre Geltung im Spiel gefunden, und das finde ich relativ super. Also die Camo für die Panzer und die verschiedenen neuen Funktionen, die es für den Commander gibt. Das alles stand aber so ungefähr auch schon in der Roadmap drin, und hätte man sich mit ein wenig starkem Nachdenken auch zum Teil selber erschließen können, glaube ich, oder durchraten. Man hat niemals damit gerechnet, dass die Sachen wirklich in der Form umgesetzt werden, wie sie jetzt umgesetzt werden. Man dachte, das Spiel verschwindet in der Versenkung, aber ich kann euch sagen, nachdem ich das PTE 2 gesehen habe, nein, Alter, Helle Loose wird richtig krass durchstarten, auch mit dem nächsten PTE. Da wird absoluter Qualitätscontent nachgeliefert, es hat nicht geleckt, es hat sich super gespielt, es hat sich echt gut angefühlt, und ich kann euch sagen, es wird euch gefallen, das nächste Update, und es lohnt sich auch definitiv darauf zu warten. Es ist wirklich absolut cool, was die da gemacht haben. Im kompetitiven Bereich kann ich sagen, die neue Karte, die da kommen wird, Remagen, die wird überhaupt nicht geil, die wird auch nicht gepickt werden. Aber die neue Karte Omaha Beach, die wird auf jeden Fall gepickt werden. Ist cool, so kriegt der Kopfbereich auf jeden Fall eine weitere Karte, die er gerne spielt, und eine Karte, die nicht so cool wird. Wann das Update kommt, die Frage steht im Raum, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass das Update wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen gedroppt wird. Es wird wahrscheinlich noch einen Monat, wenn nicht sogar noch 1,5 Monate dauern, bis das kommt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass noch ein PTE 3 kommt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass sie unter Umständen noch ein paar Skins ins Spiel implementieren werden. Sie haben viel überarbeitet an den Sounds, nicht am Waffengameplay an sich oder so, sondern an den Sounds tatsächlich. Die Nachtmaps haben reingemacht, Flairgun ist neu drin, die Camo-Panzer, die verschiedenen Commander-Abilities. Also ein buntes Potpourri an neuen taktischen Möglichkeiten für Helle Loose, was auf jeden Fall von uns ausprobiert werden möchte. Und ja, da werden wir einfach mal gucken, wann das Ganze soweit ist. Ja, vielleicht stellt Core auch mal ein Special Event dazu, wäre ja mal ganz gut. Was ist denn das hier eigentlich für ein Gang? Oh mein Gott, ey. Vielleicht stellt Core auch mal ein Special Event, wenn das Update droppt. Allerdings glaube ich nicht, dass die Karte Remagen so gefavored wird, weil, also, im Verhältnis zu Omaha Warfare ist sie wirklich echt scheiße. Kann ich anders sagen, Remagen ist relativ shit, um die im Com zu spielen. Auch im Public wird die, glaube ich, keine so geile Performance machen, die Map. Sag mal, was ist denn das? Hat da jemand vorbeigeschossen oder hat da jetzt noch ein weiterer Panzer reingeballert? Naja, nichtsdestotrotz kann ich sagen, PTE war cool, macht Spaß. Ich werde trotzdem noch warten mit dem Release von einigen PTE-Videos, bis die Karten offiziell released werden, weil ich ganz fest davon ausgehe, dass noch ein drittes PTE kommen wird und dass es mindestens auch noch einen Monat dauert, bis das Ganze rauskommt. Nicht unter 2 Wochen auf jeden Fall, geht man eher von einem Monat aus, vielleicht sogar von 6 Wochen. Aber innerhalb der nächsten 2 Wochen wird sich da wenig tun. Das glaube ich nicht. Die Vaulting-Animation ist auch noch ein bisschen buggt. Ist noch nicht ganz so smooth an der einen oder anderen Stelle. Da könnte noch mal ein bisschen mehr kommen. Deswegen gebt ihnen Zeit. Lasst sie ein bisschen noch entwickeln. Wenn sie das jetzt noch auf einen noch solideren Stand bringen, als es jetzt schon ist. Jetzt ist es schon spielbar, kann man auf jeden Fall sagen. Zumindest auf der deutschen Server, und auf den amerikanischen war das Geruckle echt eklig. Aber auf den deutschen Servern war das Ganze ziemlich nice. Gebt ihm mal ruhig noch 2 bis 6 Wochen. Dann läuft das Ganze super. Absolut super, ohne Probleme. Störungsfrei, ruckellos. Und dann könnt ihr auch endlich im Dunkeln erschossen werden von jeglicher Art von Infanterie, die ihr nicht seht. Und in Stadtkämpfen, da wird das Ganze dann sogar wahrscheinlich nochmal eine Stufe interessanter werden. Bei Dunkelheit. Ich habe jetzt nur die Karte voll gespielt. Die ist ja noch relativ weit und offen an sich. Aber mal gucken, wie das ganz so in anderen Bereichen aussieht. Hier ist einer nah dran am Haus, der hat gerade die Garni abgerissen. Nicht so cool. Tschüss. Wo ist ja ein Spotter-Dude, der ist hinten auch noch umgerannt.
Ja, wartet er mich? Dann dürfte mich eigentlich erwarten. Dürften Reste gewesen sein, die drei, weil ein MG mit dabei war. Wir stehen vorne auch schon wieder gut. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder aufmachen an die Front vorne. Seitdem ich das Update gesehen habe, habe ich auf jeden Fall wieder richtig Bock aufs Game gekriegt. Der Panda sieht halt super aus, ist aber von hinten mit zwei Schüssen zu knacken und ist die G-Variante. Ich muss mal nachgucken, Panzerkampfwagen G, ob der die große oder die kleine Kanone hat. Ihr werdet es bestimmt in den Kommentaren schreiben können. Aber ich glaube, der Panzerkampfwagen G, der Panther, der wird keinen 76er knacken können, sondern nur einen 75er. Ist auch mit zwei Raketenschüssen im Arsch zerstörbar. Also sehr interessant, was die da droppen gerade. Weil ich glaube, der 75er, der braucht drei Schüsse in den Arsch mit der Panzerfaust. Ha? Muss mal gucken. Vielleicht hatte der Panzer, auf den ich geschossen habe, aber auch schon irgendwo eine drin und hat nur nicht gebritzelt. Aber eigentlich so, wenn die Damage haben, britzeln die immer und der hat nicht gebritzelt, der wollte in den Hardcap reinfahren. Habe ich ihn schnell rausgepickt und ja, bin ich halt sehr neugierig, was eigentlich los ist mit dem Teil. Die haben, glaube ich, auch das Fernglas überarbeitet. Ich habe jetzt keins zur Hand, aber das Ami-Fernglas, das sah irgendwie anders aus als sonst. Wobei auf die Striche und Marker, die unten hat, achte ich normalerweise immer gar nicht. Dementsprechend könnte es mir auch einfach, das ist eine amerikanische, könnte es mir auch einfach nur entfallen sein. Wieso steht hier eine amerikanische Mine? Ich will es gar nicht wissen. Da wäre ich auf jeden Fall ebenfalls reingerannt. Wobei wäre besser gewesen als zu versetzen. Wäre schneller gegangen. Ja gut, egal. So sehen wir die Purple Heartland noch bei Tag in so ein bisschen grauen Regenwetter. Das Ganze bei Nacht sieht noch viel, viel schöner aus. Regnet dann auch nicht die ganze Zeit so, dass man den Regensound nicht permanent hat. Wobei ich den für so 90 Minuten ein Spiel eigentlich immer ganz entspannt finde. Stört mich jetzt nicht so wirklich. Andere ticken dabei völlig aus, aber ich nicht. Klingt einen so ein bisschen, es erdet einen so ein bisschen. Ne? Dieses leichte Tröpfeln die ganze Zeit hört. Immer relativ gleich. Ja. Ist eine entspannte Karte. Ist eine Karte zum Entspannen, obwohl es damals halt gar nicht so gewesen ist. Und die Landungsboote, die sie da gemacht haben, sie haben ja ein paar Sachen überarbeitet bei Omaha und bei Kursk. Das sah geil aus. Omaha konnte ich einmal spielen, Kursk konnte ich leider gar nicht spielen. Weil ich leider erst um 16 Uhr nach Hause gekommen bin. Um 18 Uhr waren die europäischen Server schon down. Und nach 18 Uhr ist es dann halt so, könnt ihr noch auf den amerikanischen Servern spielen. Das Problem an den amerikanischen Servern ist, dass die so krass rumlecken und ihr andauernd wegen eurem Ping gekickt werdet. Was übrigens ganz gut ist, weil wenn der schon bei einem Ping von 150, 160 anfängt zu kicken, dann wird Spielperformance relativ stabil werden. Ich glaube, der macht das auch regionsabhängig mittlerweile, was das Ganze eigentlich echt praktisch macht. Also es leckt tatsächlich nicht mehr so stark rum. Wobei wir auch Leute aus China auf unserem Server hatten, wobei die können auch über VPN da reingejoint sein, die drei Stück, die das waren. Kann schon sein. Der Ansturm auf dem PTE heute war auf jeden Fall riesig. Ich habe mal geguckt, 450 Leute sind es gewesen. Und 300 Plätze gab es auf den Servern. Das heißt, wir hatten so 150 bis 200 Mann, die einfach nur in der Warteschlange gewartet haben, auf irgendeinen Serverplatz, um uns den PTE einmal ansehen zu können. Und ich hatte Glück, dass ich drauf gekommen bin und tatsächlich ein, zwei stabile Runden spielen konnte. Nächster Update wird auf jeden Fall jede Menge Spieler wieder zurückbringen und auch die Spielerzahl bei Hellebuss allgemein extremst erhöhen. Das heißt, die ersten paar Tage wird für die ganzen Leute, die meine Videos sehen, das sind wahrscheinlich eh alles Veteranen, absolutes Blueberry-Farmen werden, weil so viele neue Leute unterwegs sind, werden wir uns da wahrscheinlich an frischen Infanterielingen dumm und dämlich farmen können. Und müssen jede Menge Erklärungspotenzial zum Spiel leisten, wobei so komplex ist es eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, dass für neue Leute das ganze Spiel sehr, sehr komplex sein kann. Vor allen Dingen, wenn du neu bist in dem Game, stirbst du andauernd, weil du auch überhaupt nicht weißt, wo du langlaufen musst. Weil du alle 10 Meter auf irgendeinem offenes Feld bist und auch über die
allgemeine Map-Struktur halt noch nicht so viel weiß. Da ist ein Marker drauf, da sehe ich überhaupt nichts, ey. SDG sollte eigentlich sowieso komplette Akku auf sich ziehen können. Ich komme ja nicht hoch, ich denke, hier ist es noch weiter ein. Moment. Ah! Oh, ho, 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 ho. Kommt der denn her? Oh, der letzte war ein Headshot beim Gegner und dann kam einer von rechts, hätte ich den ersten gesetzt. Hätte ich das Ganze vielleicht noch überlebt, dahinter muss ein Spawn sein, hinter der Ecke. Das war jetzt der zweite, der rausgekommen ist. Der erste, der war ein bisschen unvorhilfend spontan, aber den zweiten, mit dem habe ich dann irgendwie schon gerechnet, weil ich einen Step gehört habe. Hier ist am besten über die linke Seite da hochzulaufen, das ist hier der beste Weg. Da rechts rüber, das dauert alles zu lang. Hier links sich einfach durchzukämpfen, ist Daumen hoch, der beste Weg an der Stelle. Also ich habe auch mega Bock auf das neue Update. Das könnt ihr mir glauben. PTE 2 warte ich wirklich, habe ich lange darauf gewartet. Hat im Endeffekt nur 2-3 Wochen gedauert. Wurde gestern angekündigt, heute gedroppt, wo ich mir so denke, aber okay. Ein paar von euch haben es bestimmt noch gelesen. Ich habe gestern Nacht noch 2 Videos hochgeladen zu dem Thema, damit möglichst viele von euch den PTE noch testen können. Ich hoffe, der eine oder andere konnte das Ganze nutzen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie bei ihrem offiziellen Discord keinen Feedback-Channel mehr haben. Ich hätte nämlich so ein bisschen Feedback, weil ich doch noch den einen oder anderen Tieflieger-Bug gesehen habe. Die Panzerstelle wollte ich jetzt auch nicht unbedingt fressen. Ich glaube, die nächste kriege ich, wenn er mich sieht. Und dann hat unser Offizier sein OP da drüben. Ja, offenes Feld, das ist völlig los an der Stelle. Wird da kaum einen Kontakt haben. Also so frei wie das Ganze hier ist, hätte man einen relativ süßen Anlaufweg. Da hinten. Oh, okay. Ah, Scheiße von rechts. Oh nein, ey. Oh. Da kann ich alles mit denen machen, ne? Und dann steht da noch irgend so ein Pimpf auf der Rechtsseite. Ich meine, ich wusste, dass rechts einer steht, aber ich dachte, er wäre rechts ein bisschen weiter vorne. Egal. Vorher hat er keinen Schuss getroffen, wo ich mich bewegt habe und jetzt auf einmal trifft er. Ich habe mich ja extra zum Messern so hingestellt, dass ich die Option habe, ein gutes Messer zu schwingen, ohne dass er mich von der Seite holt. Ich bin ein bisschen genervt, wie sich mein Squad-Leader da bewegt. Ich würde gerne bei Charlie rein. Charlie ist aber wahrscheinlich ein Sniper-Squad? Jo, Charlie ist ein Sniper, aber wir haben hier noch einen Sniper-Squad frei. Gesperrte Unit mache ich einfach mal draus. Kann ich mir mit meinen eigenen OP setzen? Ist auch nicht unbedingt verkehrt. Ausrüstung. Oh, der hat die K. Naja, gut, die K möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Sieht hier aber ganz gut aus auf der deutschen Seite. Die werden das auf jeden Fall auch gewinnen. Ich brauche aber mal einmal ein bisschen weniger Sound an der Stelle. Sonst kann ich nämlich nicht mehr richtig ordentlich mit euch kommunizieren. Er hat den Command-Chat gemutet. Wir haben 4 Punkte, der 5. Punkt, der ist gleich eingenommen. Das ist an der Stelle hier jetzt nicht mehr ganz so wild. Und der ist nur temporär, absolut temporär mute. Das heißt, nächste Runde ist er wieder an. Aber bis zur nächsten Runde wird es auch keine 15 Minuten mehr dauern, wenn die jetzt hier nicht irgendwie einen Großangriff starten und den Punkt hier zurückcappen. Das ist das Ganze hier innerhalb der nächsten 10, 15 Minuten durch. So wie es aussieht, wie die hier vorrücken, da vorrücken. Ja, 15 Minuten würde ich dem Spiel noch geben, dann ist es vorbei. Wie ich hier anfangs schon erwähnt habe, hoffe ich, dass Core so eine kleine Event-Aktion startet und vielleicht irgendwas Cooles auf dem Server macht. Irgendwie 50 gegen Core oder so, dass wir 50 Mann auf eine Seite stellen am PTE-Wochenende und die anderen 50 Plätze von euch aufgefüllt werden können und wir dann gemeinsam die neuen Karten spielen oder wir mischen uns halt ganz wild durch. Das ist auch eine Option. Und dann hacken wir uns da alle gegenseitig klein, weil wir versuchen ein bisschen die neuen Maps zu erkunden. Es gab übrigens noch nicht dieses Future. Ich meine, der Ausblick, was jetzt als nächstes kommt, ist schon mal geil. Aber
Das, was danach noch kommt, ist auch geil. Dieses Jahr werden auch noch die Engländer erscheinen. Es wird noch mehr Karten geben. Es wird Wahnsinn. Es wird einfach Wahnsinn. Wenn sie nach dem Jahr mit der Entwicklung einfach so aufhören würden, dann wäre das Spiel immer noch absolut riesig. Und das wäre schon cool. Ja, jetzt kommt der Nick hier rein. Nick, hallo. Ich hoffe, du wirst den Chat hier mit Ehre betrachten. Ja, diese Position ist eine altbekannte Position von mir. Hallo? Ich geh mal durch. Ich bin ab. Oh, oh. Shit, shit, shit. Oh, nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Oh. Kamen da jetzt viele raus. Ich habe noch schnell eine Handgranate fertig gemacht, aber die wird höchstens noch das MG mit in den Tod reißen. Weil die ins Wasser gedroppt ist, neben das MG. Kann auch sein, dass sie gar keinen Impact mehr hat. Die Garnison stand hinter der Ecke. Die sind gerade alle auf einmal gespawnt. Ah, ärgerlich. 3 oder 4 konnte ich da noch mit rausnehmen. Oder 2, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich nur 2, weil die sich da auch alle gegenseitig wieder reviven. Es Doom, es Darkness. Kommt er rüber? Ja, er kommt rüber. Der Tiger wird auf jeden Fall denen ein Ende bereiten, die da jetzt noch unterwegs sind. Nick kann hier mit der Sniper eigentlich ganz gut covern. Ich weiß nicht, wie er in Aim ist. Dementsprechend kann ich ihn einschätzen. Ah, er hat die volle Auto-Sniper. Das ist nicht ganz so gut. Auf dem Matsch ist hier nur noch Runde 2. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Einzelner, wobei ich glaube, die sind alle tot. Das Game ist durch, das ist jetzt schon hier in GG. Hat auch nicht gerade viel länger gedauert, es hat nicht mal 15 Minuten gedauert, es hat nur 5 oder 10 gedauert, dann sind die gebrochen gewesen. In dem Vorrücken des Tigers war es dann eh vorbei bei denen. Nochmal, vielleicht lebt hier noch einer im Spawn irgendwo, aber ich glaube, sind alle tot. Ah, es sieht sehr düster aus für die andere Seite. Manchmal wollen die sich halt hier noch eine Garni im Spawn als letzte Verteidigungslinie in Anführungsstrichen, aber das ist hier in dem Fall auch nicht passiert. Ich hoffe, dieser kurze Einblick, sprachliche Einblick in den Bereich des PTEs hat euch gefallen. Falls ja, wie gesagt, Like oder Abo bitte. Das wäre sehr, sehr geil. Wenn ihr mir Gameplay sehen wollt, ich versuche alle 3, 4, 5 Tage mal was hochzuladen. Kommt immer ganz drauf an, wie ich mit Arbeit und privat immer so ein bisschen beschäftigt bin. Aber in der Regel, was mache ich privat? Ich wässere meinen Garten. Ansonsten zocke ich eh den ganzen Tag. Arbeit hingegen ist ein bisschen was anderes. Das kostet mich wirklich viel Zeit. Aber Arbeit kostet jeden, glaube ich, viel Zeit. Ah, Mist, dämliches kleines Vieh ist auf meinem Bildschirm. Weg mit dir, Vieh. So. Ja, gucken wir uns einfach mal die Stats an. Die sind wahrscheinlich jetzt 12,5, ganz normal. Es war nur ein 20-Minuten-Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.